Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Bravo TV News. Für Nicole Korus aus Magdeburg erfüllte sich ein Traum. Die 17-Jährige hat an der Bravo Otto Wahl 1995 teilgenommen und einen Traumtreff mit Michael Jackson gewonnen. Nicole schwärmt seit 6 Jahren für den King of Pop, der bereits zum 5. Mal Gold-Otto-Sieger in der Sparte bester Sänger wurde. Michael lud Nicole ein, exklusiv bei seinem Videodreh dabei zu sein. Und auf dem Weg nach Los Angeles, Kalifornien, hatte Nicole neben einem selbstgemalten Michael Jackson-Porträt natürlich auch den goldenen Otto im Gepäck. Vor dem Tor des kleinen Privatflughafens in einem Vorort von Los Angeles herrschte Sicherheitsstufe Nummer 1. Grund? Dort drehte Michael Jackson das Video zu seiner neuen Single Stranger in Moscow, die Ende August erscheint. Nicole passierte die Bodyguards und überreichte dem Sänger die Bravo-Trophäe und durfte ihren Superstar hautnah erleben.